Bin ich der Einzige, der gerade an den Film Anaconda denken muss? Ja, das war doch ein Klassiker. Da wurden die noch ein ganzes Stück geschluckt. Ja, Freunde, in diesem Video möchte ich euch das Engwe P 275 ST im Unboxing vorstellen. Das Engwe P 275 Pro habt ihr bereits von uns gesehen. Dieses Video blende ich euch jetzt nochmal ein. Heute geht's um das ST. So, Freunde, eine halbe Stunde später, unser E-Bike steht. Das Einzige, was mir fehlt, ist tatsächlich eine deutschsprachige Bedienungsanleitung und den grünen Daumen, naja, den würde ich mal so stehen lassen, weil der Verpackungsmüll, den wir hier angesammelt haben, ist wirklich enorm. Früher bin ich total gern ins Bällebad gesprungen. Heute muss ich sagen, hier könntest du auch locker reinspringen. Das ist viel zu viel Verpackungsmüll. Der Preis für unser Engwe E-Bike liegt aktuell bei 1449 Euro, aber vergleicht da ruhig mal die Preise. Unser E-Bike wiegt ca. 25,6 Kilogramm und ihr könnt 100 Kilogramm zuladen. Da muss ich ein bisschen meckern. Da hätte ich mir eine deutlich höhere Zuladung gewünscht. Ja, das ist eben nicht der klassische Tiefeinsteiger für die Mädels da draußen, sondern auch wir Kerle mögen es mal bequem, ohne uns die Hose dabei aufzureißen, wenn wir auf den Sattel springen. Aber da bräuchte es schon ein bisschen mehr als 100 Kilo, zumindest bei mir. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt der Bereifung, denn wir haben hier eine starre Rahmenkonstruktion, 27,5 x 2,4 Zoll breit. Das heißt, hier wird über die Flankenhöhe eingefedert, wir haben hier noch einen Reflektorstreifen und die Reifen sind wohl besonders robust konstruiert, sodass ihr euch nicht gleich in Platten fahren könnt. Dazu gibt es eine große Scheibenbremsanlage, 180er Bremsscheiben vorne und hinten und eine vollhydraulische Bremsanlage von der Firma Tektro ist auch mit dabei. This is a sound! Auf das Schutzblech. Ja, aus Metall, vorne und hinten, seitlich verstrebt. Ich bin mal gespannt, wenn wir da im Gelände unterwegs sind, ob man die Teile hört oder nicht. Ja, die Federgabel sucht ihr jetzt bei diesem Bike leider vergeblich. Also ich finde den Doppel-LED-Scheinwerfer vorne richtig schick, in den Rahmen integriert, aber kleiner Nachteil, klar, das Ganze geht in der Kurve nicht mit und diese Kreuzschrauben rechts und links, die wirken doch recht billig gemacht. Vielleicht hätte man hier lieber eine Abdeckung drauf machen sollen. Entsprechende Vorrüstungen fürs Zubehör sind ebenfalls mit dabei. Und wie euch schon aufgefallen sein dürfte, oh ja, hier hat man schön die Schweißnähte abgeschliffen. Das sieht richtig sauber aus, wie aus einem Guss. Und über Geschmack können wir sicherlich streiten. Hier drin befindet sich dann unser Akkusystem, 36 Volt, 20 Amperestunden, 720 Wattstunden in Summe. Reichweiten von 150 bis 200 Kilometer scheinen hier realistisch zu sein. Wenn ihr schon weitergekommen sein sollt mit eurem 275 ST oder Pro, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare.
Herzstück bei unserem E-Bike ist natürlich der Ananda Mittelmotor und der verfügt über einen Drehmomentsensor 36 Volt, 250 Watt und 70 Newtonmeter. Sieht hier alles richtig gut verarbeitet aus, die ganze Einheit, Kurbelgarnitur und auch Pedale machen hier einen guten Eindruck. Und dann geht es nach hinten, da finden wir dann insgesamt 9 Gänge von Shimano. Das Ganze wird mit dem Schaltwerk von Shimano Altus betrieben und oben finden wir dann die Shimano Alivio, also doch schon ein bisschen höherwertiger und im Vergleich zum P275 Pro haben wir eben hier nicht die Barfang-Nabenschaltung mit 3 Gänge, die sich automatisch über die Fliehkräfte einschalten, sondern hier haben wir die Möglichkeiten, selber auszuwählen, in welchem Gang wir unterwegs sein wollen. Ja, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und hier hätte ich jetzt eigentlich ein LED-Rücklicht mit Bremslicht erwartet. Das erwartet uns dann aber unter dem Cell Royale Sattel. Stattdessen haben wir hier aus dem Baukasten von Engwe wieder den klassischen Gepäckträger. Den könnt ihr bis 25 Kilogramm belasten. Die Bremsanlage hinten macht auch eine gute Figur. Allerdings hätte ich mir hier noch Abdeckkappen gewünscht. Und der Seitenständer, der hätte hier unten ruhig noch ein bisschen breiter sein können, um hier eine etwas stabilere Auflagefläche zu bieten. Bin ich der Einzige, der gerade an den Film Anaconda denken muss? Ja, das war doch ein Klassiker. Da wurden die noch ein ganzes Stück geschluckt. Der Sattel ist ansonsten höhenverstellbar und das Ganze dient auch noch als gefederte Sattelstütze. Hinten finden wir dann das batteriebetriebene LED-Rücklicht, was ihr hier direkt einfach unter den Sattel reinschieben könnt. Der Lenker erinnert mich so ein bisschen an ein Bonanza-Fahrrad. Dann geht's kurz weiter mit dem Lenker. Hier fehlt meiner Meinung nach die Querverbindung, um hier noch vernünftig Zubehör anzubauen. Und auch bei der Klinge muss man sich schon lang machen, um da ranzukommen. Die Griffe sind mit so einer Pyramidenstruktur. Das fühlt sich so ein bisschen, als würde man ein Nagelbrett irgendwie massieren. Links Vorderrad, rechts Hinterradbremse. Dann haben wir unser Ananda TFT-Display. Da habt ihr natürlich auch die wichtigsten Informationen drauf. Aber man muss schon ganz genau hingucken, um hier alle Informationen sauber abrufen zu können. Auf der rechten Seite, da finden wir dann unsere 9-Gang Shimano Alivio-Schaltung. Bin mal gespannt, wie sich das fährt im Vergleich auch zum P275 Pro, das ja über die Barfang-Nabenschaltung verfügt hat. Da hatten wir ja regulär nur 3 Automatikgänge. Hier haben wir insgesamt 9 Gänge. Ich mache mal noch eine kleine Handling-Probe für euch. Also wenn ihr das Bike jetzt transportieren wollt, ich würde wahrscheinlich hier anfassen. Und ich finde, die 25,5 Kilogramm gehen tatsächlich. Aber so ein kleiner Griff hier in der Mitte wäre noch ganz cool gewesen. Also von der Sattelhöhe her kann man schon mal sagen, gestrecktes Bein, kann ich also genug Druck ausüben. Wir haben ja einen Drehmomentsensor, das passt. Aber ich würde fast noch ein bisschen niedriger gehen. Nicht wundern, dass ich mir jetzt hier in den Schritt fasse. Ja? Oh ja, das fühlt sich irgendwie angenehmer an, ne? Ja, Lenker vielleicht noch ein bisschen gerader stellen. Und was mir jetzt sofort auffällt, sind natürlich auch die Griffe. Das fühlt sich an wie so eine kleine Akupressur, die ich hier für die Hände mache. Ansonsten, naja, nach 2 Stunden bist du auf jeden Fall ganz gut durchblutet, denke ich mal. Die Bikes werden ja von Engwe immer besser. Was wir natürlich brauchen, ist Luft auf den Reifen, vorne, hinten, das mache ich auch noch. Es ist halt ein Tiefeinsteiger und keine Rennsemmel. Aber wir fahren das Ganze mal und geben euch dann ein Feedback. Ja, Freunde, was meint ihr? Faires Preis-Leistungs-Verhältnis? Pro und Contra sind wir ja schon drauf eingegangen. Die Sachen, die mir nicht gefallen haben, ne? Die Zuladung, Bremslicht-Rücklicht-Kombination oder auch der Lenker, habe ich erwähnt. Aber auch die gute Verarbeitung, großes Akkusystem, Mittelmotor, Drehmomentsensor und das Ganze mit 70 Newtonmeter. Wie sich das Bike fährt, werden wir sehen. Und vor allem auch der Unterschied zum P275 Pro würde mich interessieren. Habt ihr schon Erfahrungswerte gesammelt mit der Marke Engwe oder auch mit diesem Bike oder anderen? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare und wir diskutieren mal eine Runde über das Thema E-Bike und alles, was euch interessiert. Ich bin jetzt erstmal raus. Ihr macht nur noch eins: klicken, liken, abonnieren. Lasst auch gerne Kanalmitgliedschaft da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich schon, wenn wir das Bike Probe fahren können.